Ich weiß nicht, Freddy. Das sind viele Schlangen, Alter. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Sie sind meine Nachbarn und völlig harmlos, sagte er. Ich meine, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Abgesehen davon, dass jemand erwürgt wird. Hey, da ist Ryan. Bleib cool, okay? Hey, Leute. Hey, Ryan. Bereit, Geld zu gewinnen? Ich glaube schon. Du hast nichts darüber gesagt. Also, mach dir keine Sorgen, okay? Konzentrier dich auf die 10K, okay? Dustin, Kamera bereit. Okay. Hey, Leute. Hier ist Freddy Allday und vor mir habe ich ein Becken voller gruseliger und sehr krabbeliger Schlangen. Wenn ihr 30 Sekunden im Becken sitzt, gebe ich euch $10,000. Ihr müsst euch nur hinsetzen und ich starte den Timer, sobald ihr reingeht. Okay. Alles klar. Eure Zeit beginnt jetzt. Setze ich mich hin? Setz dich hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie kriechen seine Beine hoch. Wie lange noch? Oh. Sind davon welche giftig? Nicht so schlimm. Nur noch 10 Sekunden. Was nicht so schlimm ist. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie versprochen, $10,000. Was soll ich sagen? Ich dachte, ich würde gebissen werden, aber es hat sich gelohnt. Das wollte nicht, dass das passiert. Ich meine, das wäre nicht schlecht für die Klicks. Eigentlich, Leute, er hat gerade gewonnen. 10 Riesen in 30 Sekunden. Drückt den Abonnieren-Button, wenn ihr kostenloses Geld wollt. Ich wähle einen glücklichen Abonnenten für meine nächste Herausforderung aus. Bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit, Mann. Ich fasse es nicht. Ich kann nicht fassen, dass du mir $10,000 gegeben hast. Mach dir keine Sorgen, Mann. Warte ein paar Wochen, bevor du es einlöst. Die Bank braucht Zeit, um die Gelder zu überweisen. Du kommst rein. Ja, mach weiter. Danke. Ja, du auch, Bruder. Dieses Video wird uns wie 1 Million Abonnenten bringen. Was, wenn ein großer YouTuber es sieht? Das ist eine Schlange, die flieht. Was, wenn Darmizzle sieht? Darmizzle? Ja, das ist mein cooler Spitzname für Dar. Mann, ich liebe all seine Videos. Vor allem... Freddy. Was? Da entkommt eine Schlange. Warte, wo? Fürchtest du sie? Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, okay, cool. Dann bring es zurück in den Pool. Warte, was? Weil ich los muss. Nein, Dustin, warte. Du bist gut. Dustin, komm bitte zurück. Ich glaube an dich. Nein, ich kann nicht. Dustin. Dustin, hier ist Freddy. Die heutige Herausforderung ist voller ekliger Lebensmittel. Hier bei mir ist Alex. Wenn er das ganze Sandwich ohne sich zu übergeben isst, gibt es $10,000. Bist du bereit für die Challenge? Nicht wirklich. Aber für das Geld denke ich schon. Perfekt. Lass uns es tun. Guten Appetit. Oh, das ist ekelhaft. Komm schon, Mann. Willst du wirklich zulassen, dass ein Sandwich dich von all dem Geld trennt? Er sieht aus, als würde er gleich explodieren. Kommentiere unten, wenn du zustimmst. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Das ist okay. Vertrauen heißt, er bekommt kein Geld. Das ist ekelhaft. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass er trotzdem seine $10,000 erhält. Die schlechte ist... Er muss noch ein Sandwich essen. Was? Das war doch keine Herausforderung. Ich mache nur Spaß. Wie versprochen, $10,000. Ein weiterer Tag. Weitere 10K. Hol dir diese Münzen. Abonnieren drücken. Wer weiß. Du könntest mein nächstes Opfer sein. Bis bald. Das war's. Video Nummer 2 geschafft. Wie geht's dir, Alex? Ich muss mich wieder übergeben. Oh, das wird nicht gut. Was denkst du? Hol die Kamera. Das wird super. BTS-Aufnahmen. Warte, ernsthaft? Alter, schau dir die Abonnentenzahl an. 500.000. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Ich denke, du hattest recht. Hallo? Natürlich hatte ich recht. Ich bin's. Warte nur, bis ich dir meine nächste Videoidee erzähle. Die wird 1 Million Aufrufe bekommen. Du machst noch ein Video? Bro, wie bezahlst du all diese Kinder? Du hast kaum genug für Robux.
Hör zu, das ist meine Sache und geht dich nichts an. Deine Mutter hat mich reingelassen. Wir müssen reden. Was ist los, Ryan? Du bist aufgebracht. Ich bin aufgebracht. Ich rufe dich seit Wochen an, kann meinen Scheck nicht einlösen. Oh, ich kann nicht atmen. Du dachtest wirklich, dass ich 10.000 Dollar habe und sie dir geben würde? Ja, das hast du gesagt, dass du tun würdest. Ich muss zwischen Schlangen sitzen für dieses Geld. Bruder, das war für YouTube. Verschwinde. Das ist übel. Ich dachte, du wärst cool. Hasse nicht den Spieler. Hasse das Spiel. Also betrügen wir jetzt Leute? Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Bruder, was ist das Problem? Andere YouTuber machen das oft. Denn sie haben das Geld, um es zu untermauern. Das ist Betrug, Freddy. Es wird dich einholen. Hör zu, Bro. Das klären wir später, okay? Meine YouTube-Seite wächst gerade. Wenn ich Geld verdiene, könnte ich Leute bezahlen. Bis dahin muss ich es vortäuschen, um voranzukommen. Das ist eine schreckliche Idee. Riechst du das? Über was sprichst du? Ich rieche nichts. Das ist der Geruch von verdientem Geld. Los, lass uns gehen. Ich zeige dir meine nächste YouTube-Video-Idee. Schau, wenn du willst, dass ich dein Kameramann bin, musst du herausfinden, was das hier ist. Hallo? Warte, meinst du das ernst? Soll ich glauben, wer das ist? Ja. Okay, mach weiter, Dahmann. Dein Manager hat mir deine Nummer gegeben. Ich habe gesehen, wie deine YouTube-Videos durch die Decke gehen. Glückwunsch. Schau mal im Studio vorbei, dann können wir zusammenarbeiten. Ernsthaft? Okay, super. Cool. Mein Team wird sich mit deinem Manager koordinieren. Bis bald. Bis dann, Mann. Später. Seit wann hast du einen Manager? Das ist meine Mutter. Aber du verstehst nicht. Ich mache ein Video mit Dahmann. So. Was war das mit, dass das nicht klappt? Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Ich muss mich normal verhalten. Ich werde so tun, als ob ich das ständig mache. Oh Gott, sag mir nicht, dass du immer noch sauer bist. Ja, bin ich. Was du tust, ist nicht richtig, Freddy. Schau, ich musste dich nicht einladen. Sie haben ihre eigene Kamera. Ich habe dafür gekämpft, dass du hier sein kannst. Und so dankst du es mir? Weißt du was? Ich will gar nicht hier sein. Wenn das bedeutet, dass ich Dahmann nicht treffe, na und? Warte, Dustin! Ich bin raus. Okay. Hey Freddy, was geht ab, Mann? Freut mich, dich zu sehen. Ebenfalls. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich sollte heute mit Mr. Beast zusammenarbeiten, aber ich hatte keine Lust, nach North Carolina zu fliegen. Also habe ich abgesagt. Jetzt habe ich Zeit. Du kennst Jimmy auch? Das wusste ich gar nicht. Ja, auch Sniper Wolf und viele andere YouTuber. Sie alle wollen gerade mit mir zusammenarbeiten. Mensch, das ist ja verrückt. Ja, du gehst richtig durch die Decke. Ich sehe deine Sachen überall. Danke. Es war viel harte Arbeit. Und natürlich auch Geld. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du gibst ja viel Geld in deinen Videos weg. Genau. Also dachte ich, für unsere Zusammenarbeit wäre es cool, wenn wir eine Art Challenge-Video machen. Der Letzte, der den Schulbus verlässt, gewinnt 10.000 Dollar. Und wenn ich gewinne, spende ich das Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation. Aber wenn du gewinnst, kannst du mit meinem Geld machen, was du willst. 10.000? Das ist doch ungefähr das, was du normalerweise in deinen Videos verschenkst, oder? Mhm. Ist es. Okay. Klingt gut. Okay. Super. Mein Team wird sich mit dir wegen der Überweisungsanweisungen und dem Zielort des Geldes abstimmen. Dann starten wir. Passt das für dich? Klingt super. Alles klar. Super, Mann. Bis bald. Okay, tschüss. Danke. Danke, Leute. Hey, Freddy, ich nehme an, du hast ein Team, das sich um deine Finanzen kümmert. Willst du mir ihre Nummer geben, damit ich sie anrufen kann? Ach so, ja. Es sollte 55 0100 sein. Okay, verstanden. Ruf mich. Thanks. Alles in Ordnung? Ja. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. Ich könnte mir etwas eingefangen haben. Können wir verschieben? Nein. Du bist wahrscheinlich nur nervös. Es wird dir gut gehen. Das passiert oft. Ich kann Tee holen. Warte, ich will keinen Tee. Mir geht's gut. So. Ich habe die Nummer angerufen, die du mir für dein Buchhaltungsteam gegeben hast, und landete bei Domino's. Wirklich? Das ist seltsam. Ich muss dir die falschen Ziffern gegeben haben. Hier. Versuch es mit 414,99. Nein, nein. Bist du sicher? Das ist eine andere Nummer als die, die du mir gegeben hast. Ups. Aber ja, ich bin mir sicher, dass es diese sein muss. Na gut, du rufst an. Ich gehe mal frische Luft schnappen. The number you dialed is not in service. Das ist seltsam. Warum habe ich keinen Empfang? Ah, vielleicht hat mein Buchhalter seine Nummer geändert. Ja. Hey, ich habe Tee für dich. Alles gut mit der Überweisung? No. Keine der Nummern, die er mir gab, funktionierte.
Ich kann das erklären, weißt du? Es tut mir leid, Leute. Bevor wir mit dieser Zusammenarbeit starten, muss ich etwas erwähnen. Ein neues YouTube-Video ist erschienen, in dem behauptet wird, dass Freddy all day ein Betrüger ist. Hallo, ich bin Ryan. Das sind Alex und Tariq. Ihr kennt das vielleicht aus Freddys Videos. Wir haben Herausforderungen gemeistert, um $10,000 zu gewinnen, aber keinen Cent bekommen. Sie lügen und sie haben keine Beweise. Wir haben Beweise. Du hast wirklich gedacht, dass ich $10,000 habe und sie dir geben würde? Fred Valentine ist ein Betrüger und wir sind hier, um ihn zu entlarven, bevor jemand zum Opfer wird. Freddy, stimmt das, was Sie sagen? Hast du diese Leute wirklich nicht bezahlt? Okay, es stimmt. Ich wollte nur ein YouTube-Imperium aufbauen wie du und Mr. Beast. Ich wollte niemanden verletzen. Nun, das erklärt, warum wir das Buchhaltungsteam nicht erreichen konnten. Es gibt keins. Also hast du wohl kein Geld, oder? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Können Sie uns wirklich nur eine Minute geben? Ist das okay? Ja, danke. Schau, Freddy, du scheinst ein guter Junge zu sein, aber du kannst dich nicht nach oben schummeln. Du musst hart arbeiten, um dorthin zu gelangen. Keine Abkürzungen zum Erfolg. Aber andere YouTuber verschenken Geld. Wie soll ich damit konkurrieren? Es braucht Zeit. Du denkst vielleicht, ich hätte über Nacht ein Studio mit Sets und großem Team gehabt. Als ich startete, hatte ich kein Geld und drehte Videos auf meiner Wohnzimmercouch. Doch ich investierte Arbeit und es wurde nach und nach erfolgreich. Nicht überstürzen. Setze einfach harte Arbeit ein und du wirst es schaffen. Weißt du, du bist echt gut in Motivation. Danke, Dartmizzle. Gern geschehen. Warte mal. Wie hast du mich genannt? Nichts. Nein, nein, nein. Ich mach das nicht, Mann. Komm schon, Bruder. Wir waren uns einig, dass dies der beste Weg ist, deinen Kanal wiederzubeleben. Warum muss es ein Schlangenbecken sein? Warum kann es nicht ein Becken voller Gelee sein? Weil das keinen Spaß macht. Ich dachte, du hast gesagt, du hast keine Angst vor Schlangen. Das kommt auf meine Liste der Lügen. Hör zu. Schießen wir das Ding jetzt? Denn wenn nicht, gehe ich einfach. Okay? Okay. Hey Leute, hier ist Freddy. Ich bin zurück mit meinem ersten neuen Video, in dem ich alles mache, was ihr kommentiert. Ihr könnt mich leiden sehen als Entschuldigung. Mal sehen, ob ich das schaffe. Nein, das schaffe ich nicht. Nein. Freddy, wohin gehst du? Nein, ich kann das einfach nicht.